Wirtschaftsprofessor, Crash-Prophet und Vermögensberater Max Otte ist neuer Vorsitzender bei der Werteunion. Wenn du wissen willst, warum die Truppe nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch auf Abwägen unterwegs ist, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video schauen wir uns ein Gegenbeispiel an. Genauer gesagt schauen wir uns die wirtschaftspolitischen Positionen der Werteunion und ihres neuen Vorsitzenden Max Otte an. Vorab, wer ist eigentlich diese Werteunion? Die Werteunion ist ein eingetragener Verein, dem vor allem CDU und CSU-Mitglieder angehören, die aber keine anerkannte Parteigliederung innerhalb der Union ist. Man selbst, so steht es zumindest auf der Website, sieht sich als konservative Basisbewegung der Union. Das Motto, das man sich auf die Stirn tackert und voller Stolz auf der Website präsentiert, ist Freiheit statt Sozialismus. Auf dem politischen Koordinatensystem ist die Werteunion rechts außen einzusortieren. Ökonomisch fahren sie einen neoliberalen Kurs. Daher verwundert es auch nicht, dass man mit Max Otte, seines Zeichens Crash-Prophet, Finanzexperte, Vermögensberater und Wirtschaftsprofessor, einen Vorsitzenden gefunden hat, der genau dieses Profil gut abdeckt. Denn Max Otte war zum Beispiel von 2018 bis 2021 Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Erasmus-Stiftung. Und ohnehin springt einem die Nähe der Werteunion zu den politischen Positionen der AfD gleich ins Auge. Wir wollen uns aber in diesem Video auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Positionen konzentrieren und ich verspreche euch, die sind schon bitter genug. In ihrem Manifest schreiben die Kollegen Folgendes. Wir wollen das Abwälzen aktueller Probleme auf zukünftige Generationen durch immer neue Sozialleistungen und Subventionen stoppen. Dabei sprechen wir uns für Schuldenabbau, Entlastung der arbeitenden Bevölkerung von steuerlichen und sozialen Abgaben sowie eine spürbare finanzielle Entlastung für Familien mit Kindern aus. Wir fordern die Wahrung des Lohnabstandsgebotes sowie eine grundlegende Reform unserer sozialen Sicherungssysteme. Eine der Kernpositionen ist also, dass Staatsschulden, wovon Sie natürlich keine Ahnung haben, per se grundsätzlich und überhaupt schlecht bzw. des Teufels sein. Und in Deutschland sind sie erst recht schlecht, weil sie auf einen aufgeblähten Staat und natürlich ein überzogenes Sozialsystem zurückzuführen seien. Wenn Sie Staatsschulden abbauen möchten, gleichzeitig aber Steuersenkungen, Abgabensenkungen fordern, dann läuft es auf was ganz Übles hinaus, nämlich auf Kürzung von Sozialleistungen. Deswegen fasen sie auch von dem Lohnabstandsgebot, was vereinfacht bedeutet, wer Vollzeit arbeitet, soll mehr verdienen als der oder diejenige, der oder die Hartz IV bezieht. Das könnte man natürlich auch als Argument für höhere Löhne, allen voran höhere Mindestlöhne, nutzen. Genau das machen sie aber nicht, sondern wollen die Anpassung nach unten erzwingen. Das Problem an der Geschichte, wenn man Sozialleistungen kürzt, wirkt man die Wirtschaft ab. Das Prinzip ist relativ einfach. Man trifft vor allem die Leute mit kleinem Geldbeutel, die ihr ganzes Einkommen sowieso verkonsumieren. Wenn die weniger Einkommen haben, können die weniger ausgeben. Dann macht der Bäcker Lutze um die Ecke weniger Umsatz, kann weniger Brötchen verkaufen. Dann braucht er seine Angestellte nicht mehr, entlässt die und so weiter und so fort. Die Folge? Schwache Wirtschaft und eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit. Angenommen, sie würden das durchgesetzt bekommen, ja, dann würde man vielleicht schaffen, pro Person weniger Sozialleistungen zu zahlen. Durch den negativen Effekt auf die Wirtschaft und die höhere Arbeitslosigkeit müssen sie aber viel mehr Personen nachher Sozialleistungen zahlen. Das heißt, das Ganze wird am Ende teurer als gedacht. Soll man sagen, kein Gespür für makroökonomische Zusammenhänge, die Kollegen. Bei Staatsschulden gilt das Gleiche. Staatsschulden entstehen ja, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Das Geld landet aber bei uns auf den Bankkonten. Das heißt, vereinfacht kann man sagen, die Staatsschulden liegen auf unseren Bankkonten. Sie stellen uns erstmal finanziell besser. Und genau das hat man ja auch jetzt in der Corona-Krise praktisch gesehen. Denn wenn der Staat Corona-Schulden für die Wirtschaftshilfen gemacht hat, dann ist das Geld auf das Konto von dem geschlossenen Gastrobetrieb oder von dem Friseur geflossen und hat dort für Entlastung gesorgt. Wer Staatsschulden auf Teufel komm raus abbauen will, also über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft rauszieht, als er über Ausgaben reingibt, der entzieht der Wirtschaft Geld. Das drückt die Nachfrage, das schwächt die Wirtschaft, der Bäcker Lutze verkauft weniger Brötchen, lässt seine Angestellte und dadurch entsteht, wie im vorherigen Fall, Arbeitslosigkeit.
Auch hier müssen wir also konstatieren, die Kollegen haben ihren makroökonomischen Kompass scheinbar eingestaubt im Keller liegen. Außerdem findet sich auf der Website der Werteunion noch relativ prominent platziert ein separates Papier zu den finanzpolitischen Positionen. Kleine Beobachtung am Rande, das Dokument sieht vom Layout schon so aus, als hätte das jemand entworfen, der nicht daran geglaubt hätte, dass sich das Internet durchsetzt. Aber zu den Inhalten, naja, die Staatsschuldenphobie zieht sich hier natürlich durch. Man sei gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone und für eine strikte Einhaltung der sogenannten europäischen Stabilitätskriterien. Also insbesondere für eine Einhaltung der Staatsschulden- und Defizitgrenzen. Genau diese Regeln habe ich auf dem Kanal hier schon häufiger kritisiert, denn sie sorgen dafür, dass die Staaten zu wenig Geld ausgeben. Dann ist die Nachfrage zu gering, dann schwächelt die Wirtschaft und dann entsteht Arbeitslosigkeit mit all den negativen Konsequenzen. Und tatsächlich ist das ein extremes Problem in der Eurozone. Schaut man sich die Arbeitslosenzahlen an, kann man nur von einer mittelschweren Katastrophe sprechen. Denn die Eurozone kommt seit einem Jahrzehnt nicht unter 7% Arbeitslosigkeit bzw. 15% Jugendarbeitslosigkeit. In den Ländern, die als Verlierer des Euros gelten, Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal und so weiter und so fort, sind die Quoten zum Teil noch deutlich höher. Das scheint bei der Werteunion nicht verstanden zu sein, dass die ganzen Sachen zusammenhängen. Deswegen pocht man auf die Einhaltung dieser Regeln und schreibt sogar Folgendes. EZB, also die Europäische Zentralbank, und EU-Kommission müssen die Vereinbarungen zum Euro kompromisslos durchsetzen, insbesondere die Maastricht-Stabilitätskriterien. Für Mitgliedsländer, die diese Anforderungen nicht erfüllen, sind Möglichkeiten zum Ausschluss und zum Wiedereintritt nach Sanierung zu schaffen. Heißt, wer diese Regeln nicht einhält, der wird rausgekegelt. Die scheinen, glaube ich, nicht ganz verstanden zu haben, was sie da eigentlich fordern. Die einzige Erklärung wäre, dass der Kollege, der das zu Papier gebracht hat, vorher seinen Kopf abgeschraubt hat und zur Seite gelegt hat, bevor er das geschrieben hat. Denn es ist hochgradig peinlich. Hier die Erklärung. Es ist nicht nur so, dass die Verlierer des Euros, Griechenland, Italien und Co., zum Beispiel über dieser 60% Schuldengrenze liegen, sondern wie diese Grafik zeigt, in grün eingezogen die 60% Schuldengrenze, der Großteil der Länder und ja, auch Deutschland. Was soll also von der Eurozone übrig bleiben, wenn man die Forderungen der Werteunion umsetzt? Außerdem scheinen diese Klotzköpfe die Sparprogramme, die man Griechenland damals kompromisslos aufgezwungen hat, für einen Erfolg zu halten. Ja, was soll man sagen? Mehr Realitätsverweigerung geht eigentlich nicht, denn genau diese Sparprogramme, die Ausgabenkürzungen, die Sozialkürzungen, die Lohnkürzungen haben Griechenland ökonomisch jahrzehnteweit zurückgeworfen und wieder zu einem Entwicklungsland gemacht. So hart muss man es leider sagen. Das haben sogar die IWF-Ökonomen mittlerweile erkannt. Gerade bei dieser falschen Griechenland-Erzählung könnte ich mich wirklich immer in Rage reden. Aber gut. Jetzt zu Max Otte. Max Otte schreibt in seinen Büchern immer wieder vom Weltcrash, vom Great Reset, der vor allem drohe, weil der Schuldenberg der Welt, der globale Schuldenberg, so groß sei, auf Rekordniveau sei und so erdrückend sei, dass die Weltwirtschaft früher oder später unter ihm zusammenbrechen wird. Stichwort globaler Schuldenberg. Eine Frage, bei wem soll die Welt eigentlich verschuldet sein? Beim Mars? Naja, aber lassen wir das. Wie jeder andere neoliberale Hooligan und Crash-Prophet verkennt auch Max Otte, dass natürlich dem Schuldenberg ein genau gleich großer Vermögensberg gegenübersteht. Schulden und Vermögen sind zwei Seiten einer Medaille. Oder anders formuliert, die Geldschulden des einen sind die Geldvermögen eines anderen. Wenn man von dem gesamten Schuldenberg den gesamten Geldvermögensberg abzieht, bleibt genau so viel über. Null. Nichts. Das heißt aber weder, dass Schulden per se unproblematisch sind, noch dass sie per se problematisch sind. Das kommt einfach drauf an. Und klar gibt es auch problematische Schulden, etwa wenn Staaten in Fremdwährung verschuldet sind oder wenn Firmen und private Haushalte mit Krediten überschüttet sind und dann plötzlich die Wirtschaft nicht mehr läuft. Dann kann das übel enden. Andererseits gibt es auch wirklich unproblematische Schulden, etwa wenn ein Staat in eigener Währung verschuldet ist. Oder wenn zum Beispiel der Bäcker Lutze einen Kredit aufnimmt, um sich einen größeren Ofen zu kaufen, damit er mehr Brötchen backen kann, weil jeden Morgen die ganze Schlange vor dem Bäckerladen so groß ist und die alle noch mehr Brötchen vom Bäcker Lutze haben wollen. Das alles erkennt man natürlich nicht, wenn man einfach nur von einem globalen, riesigen, sich auf Rekordniveau befindlichen
Schuldenberg faselt. Wir machen häufig den Fehler, dass wir Finanzmarktexperten, Vermögensberater für gute Ökonomen halten. Das sind sie aber meistens nicht. Und im Fall von Max Otte muss man sogar hinterfragen, ob er denn wirklich auch ein Finanzmarktexperte und begnadeter Vermögensberater ist. Denn wenn man sich seinen ach so tollen eigenen Fonds, in den Leute investieren können, denn mal anschaut, dann sieht man, dass er die letzten Jahre im Vergleich zum MSCI World zum Beispiel krass outperformed wurde. Naja, was soll man sagen? Ich könnte natürlich noch weitermachen, weil da verstecken sich noch ganz viele andere wilde Positionen zur Rente, zum Arbeitsmarkt, zu Banken und so weiter und so fort. Letztlich bleibt aber vielleicht nur das zu sagen, die Werteunion hat den Vorsitzenden bekommen, den sie sich redlich verdient. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du ein Like da lässt, wenn du ein Abo da lässt, wenn du die Glocke aktivierst. Wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das über Steady und PayPal machen. Details dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.